Ja, wir sind jetzt gerade unterwegs im 435i. Wie ihr schon gesehen habt, habe ich ein kleines Video gemacht gehabt zum N55. Habe auch erwähnt, dass der Vorgänger der N54 ist. Der Nachfolger vom N55 ist der B58, heißt 40i. Das heißt, dann heißen die Modelle 340i, 440i, ist aber weiterhin trotzdem ein 3 Liter. Ja, das nur so kurz als Hinweis. Ich bin mit dem Fahrzeug unterwegs, weil davor eine Box verbaut war und die Box ist aber mehr schlecht als recht gelaufen, sage ich mal ganz vorsichtig. Jetzt geht es um eine Kennfeldanpassung. Bei dem Auto N55 nicht ganz so einfach. Ist einfach so, dass er doch ein bisschen thermisch, ja, abhängig ist. Das heißt, man muss hier schon oder Software ein bisschen aufpassen, weil so Sachen wie irgendwelche Öltemperatur-Kennfelder oder Kühlmittel-Kennfelder hochschreiben, dass der Motor nicht die Leistung runterregelt, sowas fange ich definitiv nicht an. Das heißt, hier werden alle Parameter sauber aufeinander abgestimmt, bis dahin, wo es geht. Wenn der Motor nicht mehr kann, dann ist einfach Ende. Dann muss man Abhilfe schaffen mit Hardware, sei es ein Ladeluftkühler, sei es ich entlaste ihn thermisch mit einer Downpipe, mit einem Sportcut oder was auch immer. Es gibt auch Leute wie er, die fahren zum Beispiel komplett ohne. Muss man mögen. Wenn es gefällt, gefällt es. Es gibt natürlich auch Leute, die wollen das nicht. Ich finde es, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen übertrieben. Wir haben hier ein Rohr bis Endschalldämpfer und ich finde es relativ arg laut und ich finde es relativ dröhnig. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, wenn ich jetzt mal fahre bei 3000. Also es dröhnt relativ arg. Ist nicht so mein Geschmack, ja. Ziel sind hier knapp um die 400 PS, ein bisschen über 400 PS erstmal. Ja, verbaut, wie schon gesagt, habe ich ja gerade erwähnt. Downpipe, Ladeluftkühler, ein anderes Anzugsystem, von dem ich relativ wenig halte, weil es handelt sich hier um ein offenes Anzugsystem. In meinen Augen hier nicht geeignet, weil er einfach zu viel Wärme abbekommt. Aber es ist Geschmackssache und deswegen wollen wir da auch Kunde gar nicht weiter reinreden. Was wir noch machen dürfen, wir dürfen uns nochmal um die Auspuffanlage kümmern wahrscheinlich, weil es ihm selber auch doch zu arg dröhnt, doch zu laut ist. Und da wollen wir mal sehen, was wir da zaubern können. Wir haben verboten einen Sechsgang-Handschalter. Sechsgang-Handschalter, finde ich, in dem Auto hat was. Ich meine, ich bin eher so der Automatikmensch, beziehungsweise der, ja, sei es DKG, SMG, was auch immer. Ich mag so automatisierte Schaltgetriebe. Ja, Handschalter hat aber auch was. Haben schon eine verstärkte Kupplung reingemacht. Das heißt, da kann er auf jeden Fall jetzt auch deutlich mehr Drehmoment fahren. Jetzt sind wir mal gespannt, was rauskommt. Ich habe bereits im letzten Video erwähnt, bei der N55 Motorbeschreibung, dass wir noch auf den Prüfstand gehen. Das wird auch noch erfolgen in den nächsten ein, zwei Wochen. Und dann erfolgt da auch wieder ein Video. Das heißt, jetzt wird wieder ein bisschen mehr YouTube gemacht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, der eine hat schon gesagt, ich habe abends gar nichts mehr zum Einschlafen. Da habe ich gelacht, da sagt er, das ist sein Ernst. Das ehrt mich natürlich, dass es so ist. Und deswegen werden wir jetzt in YouTube wieder ein bisschen mehr machen. Jetzt würde ich sagen, bis bald. Ciao.